Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du kannst dann Blümchen essen. Dann regenerierst du wieder Leben. Wir schaffen das, Basti, wir schaffen das. Es ist so dunkel. Es ist so dunkel, ich weiß. Aber es ist schon fast wieder Tag. Yay. Da ist es Tag. Okay. Und der Hund hat mir nichts getan. Wo ist der denn? Jagt er dich immer noch? Nee, der ist nicht mehr da. Oh, cool. Ich wollte mich gerade auf den Weg machen. Voll gut. Voll gut. Das finde ich aber auch. Und, oh, ich glaube, wir haben Mais. Und zwei Karotten. Cool. Ja. Ich schlachte mal gerade den Wald hier, den ich verbrannt habe. Ja, das ist voll gut, weil Kohle ist super gut. Kohle ist the best. The best. Yes, yo. Structures. Ich habe kein Holz mehr. What? I said, what? What? In the bed. Zwei. La, la. Drei. Soll ich mal so eine Spinne angreifen? Ich riskier's. Juhu! Ich hack hier mal Holz bei mir. Uns. Mist, ich komme. Kamera drehen. Das ist das beste Feature überhaupt. Brauchst du die Spinne? Ja. Au, sie haut mich. Ja. Ich korrigiere, sie haut mich. Warum haust du die Spinne? Nein! Weil ich Bock hatte. Ja, vielleicht gibt die ja Seide. Oder halt so ein Spinnennetz. So ist es wieder weggelaufen. Die ist, okay. Ist ja gar nicht so wild. So, jetzt muss ich langsam mal was essen. Wenn von der Seite kommt, ist eigentlich unsere Basis voll hinter einem Wald versteckt. Voll gut. Wir können ja überall den Sherwood Forest nachbauen. Was? Außen herum. Außen herum, nur noch Wald. Außen herum. Lohnt sich sicherlich, wenn man PvP anhat oder so. Ja. Aber dieses Spiel dann auch noch im Player versus Player Mode. Boah, da hätte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ja, da wirst du ja nur die ganze Zeit abgeschlachtet. Ja, da ist aber, glaube ich, auch nicht so viel mit... Bauen? Naja, vielleicht ist es ja so, dass man sich dann im Winter... Wie StarCraft ist es dann. Wie StarCraft... genau. Oh, Mann. So. Wir müssen aufpassen, dass wir, wenn wir die Bäume weghauen... dann bald möglichst wieder was nachziehen. Ansonsten kommt ja diese große Bäumerich und hackt uns tot. Kennst du den? Ja. Der nervt. Jupp, aber ist ja kein Problem. Nee. Wir sind ja dabei. Wir sind ja quasi die Grünen hier. Ja, nur ohne... Im Don't Starve-Universum. Habe ich irgendwo noch eine... Nee, ich habe keinen Shovel mehr, ne? Ich habe keinen Shovel mehr. No. Mein Gott. Das wird ein schöner Wald. Und ich glaube... Ach genau, hier, pass auf. Ich zieh mal hier einen Wald hoch, den ich dann einfach abfackle, direkt in der Nähe. Okay. Solange er keine Verbindung hat. Nö, außer der Boden verbreitet das Feuer. Das ist gut. Eine Biene. Yeah. Oh. Die komischen Rabbit Holes kann man nicht umsetzen, ne? Ich glaube, die kannst du nur verschließen, wenn du einen Rechtsklick drauf machst. Soweit ich mich da recht entsinne, es ist ja mittlerweile auch Dekaden her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Sure. Bin laut, Entschuldigung. Kein Problem, ich habe... Hab ich nur gehört. Zwei Häschen! Mehr Kacke! Oh! Was? Oh, wir haben echt... Das läuft gut.
Ja, ich habe mittlerweile 23 Scheißerhaufen im Inventar. 23? Ich muss vielleicht stinken, ey, es ist unglaublich. Ist abgefahren. Warte mal, hä, wo ist denn Food? Oder habe ich hier kein Food? Na, egal. Blüpp. Oh, Night is coming. Aber die ist jetzt full. Guck mal, die Nacht ist Reserven low, sagt er mir immer wieder. Hm. Irgendwann bleibe ich einfach stehen. Ja. Gerade wenn ich irgendwie vor irgendwas flüchte. Das wäre natürlich mega lustig. Ach hier, wir könnten noch. Hast du es schon wieder? Hast du es gehört? Nee. Okay, dann habe ich auch nichts gehört. Gut. Denn ist gar nichts da. Ist gar nichts passiert, nein, nein. Dann gibt's es auch nicht. Berry Bushes können mal wieder gutes Zeug machen. Genau. So viel Kacke, ey, es ist unglaublich. Hier, Chest. Ich hab uns eine dritte Chest gebaut. Das finde ich ja mal richtig gut, ja. Ja. Die dritte schon, ich kenne nicht mehr die zweite. Ich war schon lange nicht mehr zu Hause. Du warst echt 2 Tage lang nicht mehr zu Hause jetzt. Oder 2 Nächte. Ja. Ich brauche halt ab und zu einfach mal ein bisschen Freiheit. Es tut mir sehr leid, aber ab und zu muss ich einfach auch mal Fremdöl austauschen. Ist ja in Ordnung, Alter. Es wird schon... Ist so. Verrücktes Huhn. Oh, eine... Drachenfrucht. Also wir haben auf jeden Fall jetzt super Sommer, weil wir haben jetzt den zweiten Tag hintereinander. Was super Sommer? Ja. Von den Feldern. Ach so. So, wir brauchen nur einen Tag dafür, das ist ja gut, ey. Eben drum wäre es halt... Ein Pilz. Pick Green Mushroom. Oh, ich glaube, die Grünen sind doof. Ich glaube auch. Das sieht auch nicht so gut aus. Aber nicht, welche cool sind. Ah, hier. Pick up. Was? Twix. Ich hab Twix im Inventar. Ah, jetzt müssen wir dafür zahlen, dass wir das gesagt haben. Nein, müssen wir nicht. Oh, juhu. Oh, es wird dunkel. Oh, ja, stimmt. Fackel. Dunkel. Ja. So. Da, 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 da. Ich verschwende keine Ressourcen. Ich bin ein kleiner Roboter. Nein, 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 nein. In der Nacht. Oh. In der Nacht. Ich bin nackt in der Nacht. Was? Ich bin nackt. Warum? Weiß nicht, ich hatte gerade Bock drauf. Hatte ich Bock drauf. Schon ein bisschen eklig, Basti. Ich war gerade so Achso, ich war so, ich hab mich zu weit rausgescrollt, deswegen waren gerade Wolken da. Ja. Passiert vor allen Dingen. Ich müsste ja was essen. Ich glaube, bis dahin bin ich zu Hause. Bis ich wirklich richtig Hunger hab. Bis ich am Hunger sterbe. Thermal Measurer. Measure Ambient Air Temperature. Saving. Ich komme angesprintet. Wollte noch mal... wollte noch mal was Cooles... Genau, hier, Lightning Rod. Was Cooles? Lightning Rod wollte ich noch mal bauen. Mm, ja, stimmt. Das macht Sinn. Es wäre ärgerlich, wenn uns alles abfackelt. Ja. Bau das einfach jetzt oben hin, ne? So, hier. Das sollte eigentlich reichen. Ich kenne die Reichweiten leider nicht von leider den Dingern. Leider auch nicht, aber es... Wenn es gut geht, dann... Das... Weil nochmal will ich tatsächlich Gold nicht ausgeben. Sowas. Oh, ja. Ja, müssen wir mal sehen. Und irgendwann nutzen wir ja die Wormholes und so, ja. Und dann... Oh, so viele Truhen! Ja, aber die sind noch sehr leer. Alle. Das stimmt allerdings. Wollen wir ficken? Was? Ich weiß nicht, du bist ja gerade so anschaltet gekommen, da habe ich gedacht. Oh. Bumsen. Muss nicht. Mach jetzt hier mal eine Truhe voller Hamster. Wenn dich das nicht stört. Nee, das stört mich auf gar keinen Fall. Ich würde mir davon auch direkt mal welche wegnehmen. Mach doch. Mach doch. Ich muss die ganze Zeit die Hamster fangen und du frisst sie einfach nur den ganzen Tag.
Quatsch, das hat niemand gesagt, behauptet oder ähnliches. Oh ja, sehr gut. So. Die Büsche brauchen ein bisschen und ich gehe jetzt mal runter und guck nochmal, ob wir da irgendwie was Cooles finden. Weil kann ja sein, dass man hier... Dawson kann man eigentlich nie genug haben in diesem Spiel. Egal Dawson welcher. Dawson Creek? Was? Dawson Creek? Es kam nur Dawson an. Ach so. Ressourcen. Ressourcen kam an. Ressourcen kam an. Ressourcen. Alter! Was denn? Hier fliegen Meteore runter! Was, wirklich? Ja! Wo bist du denn? Ich bin im Süden! Wow! Wo denn? Wow! Einfach im Süden! Wow! Alter! Lauf! Ich weiß nicht, was das soll! Das war Gott sei Dank in der Nähe von, also nur in der Nähe. Oh, hier ist ein größerer runtergekommen, wie es aussieht, oder hast du gebrannt? Nee, was denn hier? Boulder? Ist der gerade runtergekommen hier? Nee, ich glaube, der ist... Oder? Der ist so runtergekommen. Ahnung. Habe ich eine Spitzaxt noch da? Nee. Ich hab einen. Oh. Nichts Besonderes. Ach, so. Boring. Ey, so krass, das hatte ich noch nicht. Das muss ich jetzt mal sagen. Das war mir... Vielleicht ist das eine der Neuerungen. Warte mal, komm mal her. Gibst du mir bitte die Pitchfork? Ich habe nämlich keine gebaut. Ja. Dann baue ich hier nämlich den Weg ab und baue den anders hin oder so. Hier. Ich bleibe stehen, Alter. Ja, ich bleibe stehen. Danke. Ich brauche... Was brauche ich denn? Was war das, was ich gerade... Achso, ich brauche wieder von diesem Gras irgendwie was. Ich werde mal ein bisschen Gras haben. Was denn? Ich hab, It's rude to stare. Ich hab Chester. Chester? Wie cool. Auf jeden Fall. Juhu. Ist der dir zugelaufen? Hier lag das Augenzepter rum. Ah, ja, ich erinnere mich. Ja. Chester ist cool. Chester ist echt cool. Den kriegst du aber auch, hundertprozentig. Bestimmt. Oh. Wenn wir so profihaft weiterspielen, ey, dann werden wir alles haben irgendwann. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich gespannt. Was muss ich tun, damit ich die Pitchfork oder Pitchforken kann? Weiß ich nicht. Sehe ich auch nicht. Hilfe! Hier, ach, das bist du. Hi. Ich wollte sagen, da ist Chester. Ja, da ist Chester. Ah, das ist ja schade. Ich kann überhaupt nicht die Straße mitnehmen, so wie es aussieht, sondern halt nur hier das Grün. Keine Ahnung. Aber das ist ja auch gut zu wissen. Wenn man halt zu wenig Grün hat, dann kann man sich halt mehr. Ja, machen. Auf jeden Fall. Na, nicht wahr. Na. Hier mitspringt. Ein Blümchen. Oh, die Nacht. Das ist richtig, aber die Tage sind weiterhin recht lang. Hm, ja, wir müssen uns gerade so auf dem Hochsommer im Hochsommer befinden. Ja. Das bedeutet, so gut geht's nicht weiter. Verschwinde! Wehe, du isst die Berries hier, du blöder Truthahn. Das ist voll das verrückte Vieh. Wer sich das wohl ausgedacht hat damals? Ich weiß nicht. Das hat ja alles nur einer gemacht. Ja. Dann gab es auf einmal Leute, die geholfen haben. Das ist super. Also ganz ehrlich, es gibt so viel, was eine Community machen kann. Einfach aus eigenem Antrieb, weil sie das Projekt cool finden und das unterstützen wollen. Das ist so geil. Also es ist die Macht der Community. Deswegen finde ich das auch... Aber es kann auch nach hinten losgehen. Richtig, deswegen... Die Macht der Community kann auch andersrum laufen. Richtig, deswegen finde ich das auch krass, wie manche Firmen versuchen, das irgendwie in die Hand zu nehmen und denen das sofort wieder aus der Hand gerissen wird, eben durch diese Community, weil die sich sagen, nee, wartet mal, wir wollen was ganz anderes machen und das, was ihr jetzt gerade macht, finden wir eigentlich gar nicht so cool. Es ist, diese Eigendynamik ist halt mega cool.
Genauso, wir könnten jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwelche Vollidioten-Videos machen, wo wir in der Dusche stehen und im Endeffekt geht es darauf hinaus, dass die Leute einschalten sollen, dass man auf ihre Kommentare antworten kann oder so. Könnten wir schon. Nein, aber wir haben ja einen gewissen Punkt, weißt du? Und wenn wir jetzt zum Beispiel Videos über Autos machen würden, würde gehen, aber das erwartet sich die Community halt anders. Oh. Das stimmt. So, erstmal hier anzünden, das Ding. Was sind das für Sounds, die ich hier von rechts höre? Ich höre nichts. Da läuft irgendwas durch die Gegend. Nein! Was denn? Ist das eine Spinne oder so? Was läuft da durch die Gegend, Basti? Ich weiß es nicht. Auch nicht. Ich höre auf jeden Fall irgendwas. Nein. Nee, bleib hier stehen. Kann ich irgendwas Neues bauen? Hier. Nee, Basic Farm will ich nicht. Oh, oh. B-Box. Store your own bees. Drying Rack. Drying Rack ist doch mal vielleicht gut. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Da kann man sich, ich vermute, dass man sich da dann die toten Tierchen einfach draufhängen kann. Ah. Und nach einer Weile sind sie dann getrocknet und dann kannst du sie essen. Dann halten die wahrscheinlich länger, wa? Ja. Das kann gut sein. Wo hier ist denn... Hier. Warte mal. Drying Rack. Dafür brauche ich noch... Ich bin noch ein bisschen, ein Seil. Bin ein bisschen traurig, dass das mit dem Weg nicht geht. Ich dachte, ich könnte dann den Weg einfach nehmen und umändern, umlegen. Da hast du dich getäuscht. Aber sowas von... Ging ja wohl mal fett nach hinten los, ey. Ja. Ey, wir haben eine Spur mitten in unserem Garten quasi. Was? Hier oben ist eine Spur. Ich glaube, da will uns jemand was sagen. Aber ich finde den Kampf... Bäum, bäum. Den Kampf mit dem Vieh finde ich sehr knackig. Ja, ja, das würde ich dann auch erst später tun. Dick. Geht nicht. Wie, was geht nicht? Ich habe ein Platzproblem. Ein kleines. Achso, ich habe ja Chester, ich trottel. Naja, wie dem auch sei, ich hatte ein Platzproblem. Okay. Dann ist ja gut. Hast du was zu essen? Nee. Brauchst du was zu essen? Ich bin ein Drittel voll. Okay. Bist halt auch stärker, wenn du was, wenn du kämpfen solltest. Achso, Schatz. Hast du Gras? Ich hab, ja. Ich glaube, habe ich auch rechts in die Truhe getan. Schau mal nach. Achso, okay. Rechts hat er gemacht. Deine nein. Mittlere? Nein, in keiner. Keiner! Moment. Ja, ja, dann. In keiner. Kann ich jetzt bitte mal dieses Mist-Drecks-Ding hier. Nee. Moment. Sofort. Danke, Pflanzen. Kein Problem. Wie viel. Upp, wie viel brauchst du? Full Reserve Slow. Ich hab's jetzt rechts in die Truhe getan, wirklich. Ich stell mal. Ja. Hier unten über die Büsche stelle ich mal einen Drying Rack. Okay. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Auch ein Hamster im Inventar, den kann ich ja gleich mal benutzen oder nähschen. Zack. I want to hang some meat. Ja, muss den jetzt töten und dann wahrscheinlich das Fleisch oh, da. Oh, warte, ich hab noch hier. Ich hab hier Monster Meat. Oh. Oh, vielleicht ist das, eine Falle? Come on, meet. Nee. Try already. Nee, das ist tatsächlich einfach nur try. Okay. Hast du noch irgendwas Gemachtes zu essen? Ja, ich will halt ungern dir, jetzt tagsüber das Feuer hier, anmachen. Ja, ich leg dir das hier rechts rein, habe ich. Danke. Kannst du auch gerne was zurückhaben. Nee, isst du mal alles auf. Das ist okay. Isch mal, mein Jung. Ja, isst mal. So, was ich hier sehe, Basti, wir brauchen Holz. Ganz dringend. Wir brauchen eigentlich. Einiges. Aber Holz auf jeden Fall. Ich brauche noch immer Gras.
Das ist hier rechts, in, nee, hier rechts in der Truhe. Ach ja, hast du es jetzt doch jetzt gemacht. Also das liegt schon die ganze Zeit drin, dass ich das nicht hab. Oh, 40 Stück. Ja, 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 ja. Dann kann ich jetzt ja ein paar Farmen bauen. Oh ja, bitte tu das. Achso, Seeds habe ich auch, falls du die brauchst. Weiß ich nicht. Ich hab massig Seeds. Sauber. Nee, nee, ist alles gut. Ich guck immer mal nach den Hamstern, aber. Ich weiß nicht, was das jetzt mit dem Monsterfleisch übrigens wird. Ich auch nicht. Getrocknetes Monsterfleisch vielleicht? Ja, aber was das im Endeffekt wird, weiß ich auch nicht. Ob man das dann essen kann oder eben nicht. Dann. Hast du es jetzt gepflanzt, du Sack? Japp. Okay. Ah, da, was fehlt mir noch? Jetzt fehlen mir noch Steinchen. Gibt's in der mittleren Truhe. Das ist sensationell. Ja, ich hab da ein kleines System. Das ist einfach nicht zu glauben, ey.